Schön, dass Sie wieder da sind, liebe Zuschauer, zur 7. Folge von Time to Be. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich wieder da sein darf mit Christina von Dein. Hallo Christina. Christina, 7. Folge, haben wir schon einiges erzählt, aber es gibt immer noch viele Fragen. Die meisten Fragen kommen zu dieser ganzen Thematik Dinge auflösen. Was für Fragen kommen? Die Menschen wissen nicht, was sie auflösen müssen, weil sie viele Begrifflichkeiten nicht kennen. Das zweite ist, sie wissen nicht die richtige Formel. Wie löse ich es auf? Vor allen Dingen, wie löse ich es nachhaltig auf, dass es nicht mehr zurückkommt? Und die meisten Fragen richten sich so um Ängste. Wie wäre das, wenn wir das Thema nochmal komplett durchgehen würden? Ja, können wir schon, aber es ist ja nicht kompliziert. Ja, es ist, für dich ist natürlich alles einfach, aber wir haben es ja am Beispiel zum Beispiel gemerkt, wo du über die Haare gesprochen hast und dass die mit unserem Emotionalkörper verbunden sind, dass dann die Frage kam von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, gilt das auch für Männer? Du hast es erklärt an deinen Haaren, also dachten die Zuschauer, dass das im Prinzip Frauenthema ist. Natürlich trifft es alle, das heißt auch Männer, die, ach so, wie ist es dann, wenn ich mir eine Glatze schneide? Ja, ganz klar, dann geht deine, also dann hast du keine Haare mehr, die können das nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, dann habe ich ein Informationsdefizit in meinem Emotionalkörper. Ich würde das nicht als Informationsdefizit bezeichnen. Ja, weil wenn dein Gehirn merkt, es braucht diese und diese Informationen und Kanal A, wo vorher die Informationen kamen, der ist verstopft, kommt nichts mehr durch, dann gibt es halt noch Kanal B oder C. Aha, also es sucht sich einfach Umwege. Das ist ja wie wenn du mit irgendjemand telepathisch sprichst. Einige hören, dein Gehirn weiß, jetzt kommt die telepathische Information, aber ob die auf Kanal A ankommt, und als Wort zu hören ist oder als ein Gefühl bei Kanal B. Ist also je nach Mensch und nach seiner Ebene unterschiedlich. Ja. Und das heißt auch nicht, dass Menschen, die eine Glatze haben, keine Gefühle mehr kriegen oder zeigen können oder irgendwas. Nein. Das sind genau die Themen. Liebe Zuschauer, nicht hineininterpretieren, ist mir auch am Anfang so gegangen. Das heißt, diese Thematik ist immer kein Muss und so verstehen das viele, dass wenn jemand jetzt keine Haare hat, dann könnte er nicht mehr emotional sein. Ihr habt es jetzt eben gehört, die Erklärung, das wollte ich auch kurz nochmal ansprechen, bevor wir zu unserem Thema kommen. Ein Haufen Dingen aufzulösen, vielleicht blenden wir mal ein PDF ein, wo alle diese Punkte draufstehen, dass die Menschen überhaupt wissen, worüber sprechen wir. Da haben wir es, liebe Zuschauer, jetzt sehen Sie das. Sie können selber, ich lese es vor für alle die unsere Sendung nur über Audio, im Auto zum Beispiel hören. Und zwar geht es um Flüche, Implantate, Verdammnisse, Generationslasten, Schwüre, Versprechen, Verträge, Energieblockaden, Panzer, Ketten, Versiegelungen, Abkommen, Einweihungen, Sakramente, Eide, Glaubensmuster, Fremdenergie, Projektionen, Konstruktionen, Sender, Hologramme, Schocks, Karma und negative Auswirkungen von Medikamenten. Diese Dinge sind mehr oder minder in uns. Beim einen mehr, beim anderen wahrscheinlich weniger. Erkläre vielleicht mal, was bedeutet das für die Menschen, die diese Dinge mehr oder weniger in sich tragen? Wie äußert sich das bei ihnen? Welche Problematiken entstehen dadurch, wenn solche Dinge in deinen Zellen gespeichert sind? Ja, das kann man ja nicht allgemein sagen, weil wenn du jetzt einen Fluch hast, auf was bezieht sich der? Du kannst, und Verträge, auf was beziehen sich die? Du kannst das nicht allgemein sagen. Was die Person. Beispiel. Ich habe im letzten Leben ein Versprechen abgegeben, jemanden zu helfen, auf die Füße zu kommen, vielleicht seinen Beruf zu machen oder was auch immer. Und ich tue das auch. Und als Mensch, okay, habe ich erledigt, sage alles Gute, freue mich, zack, fertig. Und gehe jetzt ins nächste Leben.
ohne dass ich außer den Vertrag auf der äußeren Ebene zu erfüllen, habe ich sonst nichts gemacht. Was passiert jetzt im nächsten Leben? Dann hast du immer noch dieses Gefühl, dass man da noch was zu tun hat. Also ich gehe mit dem Gedanken im nächsten Leben dann nach draußen, Menschen auf die Füße helfen zu wollen, obwohl es gar nichts mehr mit mir zu tun hat und eigentlich gar nicht mehr meine Aufgabe ist. Und das nur, weil ich das im letzten Leben nicht... Du hast nicht ganz aufgelöst. So, und das heißt, wir denken ja immer nur in der Materie oder in der verdichteten Energie. Also wenn ich mit dir einen Vertrag eingehe, du vermietest mir jetzt ein Zimmer, ich wohne da drin, irgendwann ziehe ich aus, dann wird der Vertrag aufgelöst und dann gehe ich. Das heißt, ich habe jetzt aber nur die materielle Ebene gesehen. Ja, ganz speziell sind die Menschen, die Dinge versprechen oder sich schwören auf immer und ewig oder auf nie. Das heißt, in die so, alle Ewigkeit, die Dinge, bis der Tod euch scheidet. Ja, aber das ist ja dann nur für die Inkarnation. Mhm. Aber wenn jemand sagt, irgendwas für immer oder bis in alle Ewigkeit. Ich schwöre dir ewige Liebe. Das ist dann auch so. Das heißt, also ewig bedeutet dann, über alle Leben hinaus würde dieser Eid, den ich abgelegt habe, würde mein Leben beeinflussen. Bis du es aufgelöst hast. Also du kannst dir das vorstellen, dann irgendwie in einem früheren Leben triffst du jemanden und versprichst du oder schwörst der Person ewige Liebe. Mhm. Dann ist die Inkarnation vorbei, beide leben irgendwo weiter und dann treffen sie sich in einer Inkarnation wieder. Und dann hat sicher mindestens eine Person die ganze Zeit das Gefühl, sie ist in die verliebt. Mhm. Weil das noch von dem kommt, weil es ist ja nicht aufgelöst. Und das ist mit allen Dingen, wir haben ja eine ganze Portion drauf und jetzt, ich wusste das nicht. Also bis vor Jahren habe ich überhaupt nicht gewusst, dass in dieser Ebene was zu tun ist. Und ich glaube mal, viele unserer Zuschauer werden das auch nicht wissen, dass sie das mitgenommen haben. Wenn viele solche Dinge an einem Menschen hängen, ist er dann überhaupt noch selbstbestimmt? Weil wenn aus dem ganzen vergangenen Leben, jetzt sage ich mal im letzten Leben, habe ich einen Eid geschworen und ein paar Versprechen abgegeben. In dem Leben davor hat man mich gefangen, in Ketten gelegt, was auch immer. Im Leben davor, es könnte ja sein, dass ich theoretisch 30 Dinge mit mir rumtrage, unbewusst. Ja. Und kriege das gar nicht mit. Aber ich weiß ja von dir, dass alle diese Dinge Einfluss nehmen auf mein Leben. Ja, aber du merkst das ja nicht. Mhm. Wenn du jetzt mit diesen 30 Dingen auf die Welt kommst, du kennst dich ja nicht anders. Also wie sollst du erkennen, dass es auch anders gehen würde, wenn du es nicht anders kennst von dir? Und darum ist, wenn du jetzt die Liste mit den Dingen hast, du kannst... Du kannst von mir aus Verträge einzeln auflösen oder du liest dir die Liste durch auf dem Papier und dann kannst du der Quelle sagen, die Dinge, die man jetzt hier gelesen hat, die sollen alle aufgelöst werden, egal ob man jetzt bewusst weiß, ob man die hat oder nicht und auch komplett egal, ob sie aus diesem Leben kommen oder aus einem früheren. Und wenn man das so aufgelöst hat, das kann man einfach so machen, dass man sich mit der Quelle verbindet und das sagt. Und dann ist es weg. Basta. Jetzt kommen wir zum Thema, ist es weg? Wart schnell. Ich bin noch nicht fertig. Gut. Und wenn du jetzt das so aufgelöst hast, die Dinge, die du jetzt hier gelesen hast, oder wenn du jetzt irgendwie spontan die Idee oder den Impuls bekommst, könnte ich das nicht auch noch haben? Dann löst man es einfach mit auf. Wichtig ist immer, dass wenn man der Quelle sagt, dass alles, was man hier gelesen hat, oder von mir das auch nur ein Punkt, Verträge, aufgelöst werden, dass man immer der Quelle sagt, all das, was ich hier gelesen habe, soll aufgelöst werden, auf allen Ebenen,
egal ob ich mir jetzt darüber bewusst bin oder nicht, dass ich sie habe. Es sollen aber nur die aufgelöst werden, die nicht mehr zu meinem höchsten göttlichen Wohl sind. Weil wenn du jetzt einfach sagst, ich will alle Verträge weg, dann kannst du ja sein, dass Dinge gelöscht werden, die du jetzt aber noch brauchst. Und die Quelle macht ja das, was du ihr sagst. Das heißt, wenn du jetzt sowas auflöst, dass du immer nach hinten daran hängst, aber nur das, was nicht mehr zu meinem höchsten göttlichen Wohl ist, dann verlierst du nicht die Dinge, die du jetzt noch brauchst. Also es kann sein, wir haben Verträge abgeschlossen, die aber zum Wohle in dieser Inkarnation sind, und würden wir das nicht achtsam machen, also einfach alle Verträge auflösen, wären auch die aufgelöst, die zu unserem Wohle sind. Ja. Oh, das ist gar nicht so. Es hängt immer damit zusammen, weil wenn wir sagen, wir wollen alle Verträge aufgelöst haben, dann haben wir bewusst oder unbewusst dieses Alle, also wirklich alle, dann denken wir vielleicht bewusst oder unbewusst an den Vertrag und an den Vertrag, obwohl wir ihn vielleicht noch bräuchten. Aber wir wissen es nicht oder uns kommt es in dem Moment nicht in den Sinn. Und die Quelle nimmt unsere Hintergedanken ja dann wahr und findet, okay, raus damit. Alles weg. Und darum immer nur das, was nicht mehr zu meinem höchsten göttlichen Wohl ist. Und wenn man das gemacht hat, das muss man der Quelle ja nur sagen, und dann macht sie das. Und das ist dann wie Schritt 1. Und Schritt 2 ist eben der, dass wenn man zum Beispiel einen Vertrag aufgelöst hat, dass man alle Speicherungs- Sicherungsprogramme und alle infoenergetischen Abdrücke und alle Auswirkungen und Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, auch noch auflöst. Weil das ist wie, du hast jetzt ein Handy in der Hand und dann machst du von irgendwas ein Foto. Und dann löscht du dieses Foto. Du siehst es nicht mehr, aber es ist irgendwo auf diesem Metallchip-Ding abgespeichert. Man kann es theoretisch noch darauf finden. Und das ist mit all den Dingen auf dieser Liste genau gleich. Wir haben das, was wir als Foto auf der Oberfläche sehen, das ist jetzt weg. Aber unten hat es noch Kopien drin. Und dass man dann auch der Quelle sagt, dass auch alle Speicher- und Sicherungsprogramme, Auswirkungen, Nebenwirkungen und infoenergetischen Abdrücke, die noch zu dem gehören, wo man aufgelöst hat, dass die mit aufgelöst werden, dass die auch noch gehen. Und dann einfach noch, wenn du etwas auflöst, also wegnimmst, dann hast du da ein Loch, weil du hast ja was rausgenommen oder dir rausnehmen lassen. Und das ist im Energetischen so wie im Körperlichen. Wenn ich hier was rausschneide, ist auch ein Loch da. Also ist es in meinen feinstofflichen Körpern das Gleiche. Wenn ich was entnehme, bleibt eine Lücke. Ja. Und dann, diese Lücke, die füllt sich dann logischerweise wieder auf. Die Frage ist nur, mit was? Und weil ich nur Positives darin haben will und nicht etwas, das ich auf der Straße auflese, sage ich dann noch der Quelle, mit was ich das aufgefüllt haben will. Also jetzt auf dem Zettel da, bedingungslose Liebe. Man kann das auch mit Glück oder Freude oder Vertrauen, Harmonie, was auch immer, ja. Also alle die Dinge, die ich als liebevoll empfinde und als positiv, mit denen kann ich aufladen. Ja. Das, was, wo ich im Moment denke, ich habe den Mangel. Ja. Und was ich noch mache, wenn du jetzt Vertrauen sagst, sagt der Quelle, du willst die Urenergie von Vertrauen. Die Urenergie von Vertrauen. Mhm. Weil wir auf der Erde, wir haben von jedem Gefühl wie eine Vorstellung. Mhm. Und das sind eigentlich, das ist wie Liebe. Selbstliebe, dann lieben wir andere.
Aber die wird dann auch unterteilt zwischen, das ist mein Partner, das ist das Kind und das ist mein Chef. Und den habe ich einfach mal 10 Sekunden auf der Straße gesehen. Und das ist zwar auch Liebe, aber das sind wie Stufen. Dass man sich so Bereiche macht, wo die ja, Liebe in Gradzahlen nein, eingeteilt wird. Nein, ich weiß nicht, wie man das sagt. Das ist wie die. Das ist nicht das, was ich unter Liebe verstehe. Nee, weil ich glaube, das, was du gerade erklären willst, ist auch das verstandesmäßige Beurteilen von einem intensiven Gefühl, was ich nach weltlichen Dingen abgegrenzt habe. Ja, Das ist also, aber so ein Erziehungsproblem. Also Schöpferperspektive, ja, jetzt kann ich das nicht erklären, ich habe keine Worte dafür. Ist hier Liebe? Überall. Ja, ist einfach Liebe. Und dann sind wir hier auf der Erde und hier unterteilen wir die Liebe. Irdische Liebe, sagen wir dem mal so. Und wir haben auf der Erde Gefühle. Und einige davon gibt es auch hier oben. Nur die Gefühle, die wir hier haben und die es aber auch hier oben gibt, irgendwie sind die, die wir hier haben, das sind wie abgegrenzt, umrandet. Die haben nicht mal die Urenergie von dem, was eigentlich ist. Verstehe. Ich spreche jetzt ein wenig um den Brei herum, weil ich nicht weiß, wie ich das erklären soll. Einfach Vertrauen, das, was wir unter Vertrauen verstehen, muss nicht. Vertrauen fühlt sich von jedem von uns irgendwie anders an. Hat jeder seine eigene Definition? Ja, genau. Und Vertrauen an sich hat ja auch eine Uressenz. Fühlt sich an einem Punkt einfach an. Und wenn du auf die Erde kommst, dann verändert sich dieses Gefühl von Vertrauen, wie sich Vertrauen anfühlt. Also wenn du deine Lücke jetzt mit Vertrauen auffüllst, nimm die Urenergie von Vertrauen. Also auch beim Herunterladen dann, um diese Lücken zu schließen, ist es gerade bei, man mit Ausnahmen bedingungslose Liebe, da ist ja schon im Wort alles gesagt, aber wenn ich jetzt Harmonie, wäre es auch darum, die Urschwingung der Harmonie runterzuladen. Ja, die göttliche Urschwingung von Harmonie. Genau, und das also bei all diesen Dingen, Urschwingung des Glücks, der Zufriedenheit, des Vertrauens, Heilung, auch so ein Thema. Wenn Menschen Sachen auflösen, die mit einer Krankheit zu tun haben, dann war auch die Frage auf einer E-Mail, ist es dann nicht besser, anstatt bedingungslose Liebe Heilung herunterzuladen? Muss nicht. Ich denke, es kommt auf die Person drauf an. Ich finde, Liebe heilt alles. Meine Ansicht. Ich kenne noch den Satz von dir, dass wenn der Mensch die bedingungslose Liebe lebt, er die Selbstheilung automatisch hinzubekommt. Ja. Das hat wieder was mit der Schwingung zu tun. Weil bei uns werden die Dinge ja erst aktiviert, wenn wir gewisse Schwingungsfrequenzen haben. Und wenn wir jetzt bedingungslose Liebe haben, dann kommt die Selbstheilung mit dazu. Man kann aber auch sagen, dass wenn jetzt jemand Heilung sich runterlädt, in diese Lücke zum Beispiel, und die Person hat in ihren Gedanken, in ihrem Weltbild die Überzeugung, dass wenn man Heilung runterlädt, das besser wirkt, als wenn man Liebe runterlädt, dann muss man auch wieder daran denken, ja, unser Kopf manifestiert mit. Also weißt du? Ja. Ich bin immer noch für Liebe, aber Liebe wirkt, egal ob wir jetzt daran glauben oder nicht. Das war der nächste Punkt, hast du schon beantwortet. Ich kann mir wenig unter dem Wort bedingungslose Liebe noch vorstellen. Weil was in meinem Leben jetzt, und hier, ich sage ja, wäre ich vielleicht 25, wäre das noch einfacher. Aber jetzt habe ich schon 40 Jahre mir irgendwas reingedrollert in den Kopf. Und jetzt ist es immer wieder schwierig, sich davon zu lösen. Und zu sagen, was heißt bedingungslos?
Bedingungslos heißt ja, ich akzeptiere den anderen zu 100%, wie er ist. Und das bedeutet, dass ich auch nicht rumnörgel, wenn er die Zahnpastatube verknittert und ich sie halt lieber gerade haben will. Wir haben mal so eine Statistik gemacht, warum Beziehungen auseinandergehen. Und es war immer das Gleiche. Am Anfang werden Dinge akzeptiert in dem Verliebtseinsmodus, wenn das so kribbelt hier noch. Wenn es in den Normaltag geht, plötzlich werden die Punkte alles so wie als Ticker genommen. Da zerknüllt er die Zahnpastatube, da lässt er seine Socken rumliegen, sag ich mal. Und das geht für beide irgendwie. Oder er sagt, ich koche. Aber wenn er gekocht hat, lässt er die ganze Küche wie ein Trümmerfeld zurück und muss die Frau 2 Stunden die Küche sauber machen. Da ist das ganze Ergebnis vom Kochen eigentlich dahin. Verstehst du, wo ich hin will? Dass wir die Dinge nicht loslassen können und dass wir alles immer mit Regeln versehen, die wir halt über unser ganzes Leben gelernt haben. Gibt es da eine Hilfestellung, wie ich das abprüfen kann, wie ich da meinen Kopf leer machen kann von diesen Dingen? Oder ist das damit automatisch passiert? Was meinst du mit diesen Dingen? Diese Dinge, alles, was ich an Bedingungen in die Liebe hänge, so wie es mir in meinem Leben erklärt wurde. Wie kann dein Partner denn lieb zu dir sein, wenn der immer das und das macht, obwohl du das nicht magst? Also wie du von bedingender Liebe zu bedingungsloser Liebe kommst. Ja. Also zum einen, ja, hängen die zusammen. Mhm. Aber weißt du, Liebe entwickelt sich. Selbstliebe, es gibt Menschen, die kommen ohne Selbstliebe zur Welt. Und mit 30 haben sie das. Oh, das ist auch spannend. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das heißt, es gibt Menschen, die kommen auf die Welt ohne Selbstliebe. Oder zumindest sehr wenig. Es gibt Seelen, die haben einfach relativ wenig Selbstliebe und haben sich dann zur Aufgabe gemacht, die zu entwickeln. Mhm. Und wenn man das mit Selbstliebe kann, dann ist bedingungslose Liebe genau das Gleiche. Und wenn wir lernen, uns selbst zu lieben und andere zu lieben, das ist ja Liebesentwicklung. Also die Qualität Liebe entwickeln wir in uns selbst. Und wenn wir jetzt durch diese Liebesunterteilungen gehen, das machen wir die ganze Zeit Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo wir merken, ja, wieso unterscheide ich eigentlich noch? Also wieso schenke ich dem mehr Liebe als dem? Das kommt von selbst. Solche Dinge, Schwingungserhöhung, bedingungslose Liebe, all diese Dinge, das ist auch kein Wettkampf. Und die kommen von selbst. Wenn wir in unserem Fluss sind, dann kommt alles dann, wann es kommen muss. Weil das Leben uns immer genau die Dinge gibt, wo wir uns weiterentwickeln und neue Erkenntnisse erkennen. Das heißt, die für mich jetzt dann sind, die kriege ich. Ja. Nach meinem Entwicklungsstand. Ja, du kriegst die Situationen im Leben, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und das heißt aber auch, das kann sein, ich sehe das ja, wenn ich auf deinen Vorträgen bin, das sind hunderte von Menschen, dass der eine kann es morgen Klick machen und er hat es kapiert und der neben ihm saß, kann auch ein Jahr theoretisch brauchen, weil sein Weg einfach ein anderer ist, obwohl das nichts damit zu tun hat, dass der, wo es gleich Klick gemacht hat, besser, weiter oder toller ist. Nein, er geht einfach seinen Weg in seiner Zeit mit seinen Herausforderungen. Menschen stehen auf total verschiedenen Ebenen? Entwicklungsbasen. Entwicklungsstufen. Basen. Basen? Basen. Basis? Entwicklungsbasis, ja, heißt auf dem Ursprung, von dem es losgeht dann. Ja. Und von dem her können zwei Menschen das Gleiche hören, aber verschieden viel damit anfangen. Je nachdem, wie weit seine Basis schon ist und er das, was er aufnimmt, umsetzen kann mit den Punkten, die bei ihm sind. Und darum auch, wenn Menschen in einen Kurs gehen, um bedingungslose Liebe zu lernen, dann finde ich immer, die Kurse können dir etwas Theoretisches vermitteln,
dass du es dann hier weißt, im Werkzeug. Kopf. Aber dass du bedingungslose Liebe bist und du bist sie dann, wenn du dich nicht mehr fragst, ob du sie bist, dass du die bist. Das kannst nur du dich selbst dahin bringen. Das geht nicht in einem Kurs. Und dass du entwickelst das. Die meisten Menschen, die sind wie, die haben hier noch ihre Lernthemen, die sie jetzt haben und wollen aber schon hier hin. Und wenn jetzt zum Beispiel, du willst bedingungslose Liebe, aber du hast noch ein Lernthema in Selbstliebe, dann steht zuerst Selbstliebe an. Aus dem Grund, weil du das direkt in deinem Leben siehst. Weil du immer wieder an Situationen kommst, wo das gefragt ist. Das bedeutet, der Weg. Und deine Seele, die will schon dorthin. Aber sie weiß ja auch, was du noch brauchst für Erkenntnisse, damit du dorthin gehen kannst. Der Weg ist für jeden individuell. Ja. Wobei die Ziel immer das gleiche ist. Die bedingungslose Liebe zu leben einfach. Zu sein. Dazu? Spiritualität, was, du kannst nicht eine Linie ziehen mit Anfang, Ende und dann Striche machen und sagen, hier passiert das und dann das und dann das. Verstehe. Spiritualität ist etwas Individuelles. Du kannst nicht eine Anleitung ausdrucken, in welchen Schritten was nach was kommt in spiritueller Entwicklung. Und das Verrückte ist eben, jeder Mensch entwickelt sich weiter, egal in welchem Tempo. Und wenn er sich weiterentwickelt, das ist dann schon spirituelle Entwicklung. Wir können uns gar nicht nie spirituell entwickeln. Das ist automatisch im System schon mit drin. Was verstehst du unter Spiritualität? Unter spiritueller Entwicklung? Meine Entwicklung zur bedingungslosen Liebe. Ja. Weil für mich ist Spiritualität und bedingungslose Liebe untrennbar miteinander verbunden. Weil ich sage, wie kann ein Mensch spirituell sein, wenn er nicht in der Liebe ist? Das geht überhaupt nicht. Weil ich dann, es ist wie wenn ich in Spanien Spanisch sprechen will und habe noch nie ein Wörterbuch in die Hand genommen. Dann nützt mir das alles nichts. Dann bin ich zwar in Spanien, aber werde nie kommunizieren können, weil die einfach andere Sprache sprechen. Ja, und darum, wenn wir uns entwickeln, egal ob es jetzt ob man ein Mensch ist, der noch komplett im 3D ist oder halt schon sonst wo. Mhm. Beide Menschen entwickeln sich spirituell, weil jeder sammelt neue Erkenntnisse. Und es gibt ja immer Menschen, die sagen, sie sind seit 20 Jahren auf dem Weg. Jeder von uns ist schon immer auf dem Weg. Es, oh, gibt nur den Punkt, an dem wir erkennen, dass wir schon immer auf dem Weg waren. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Werbung. Liebe Zuschauer, kurze Unterbrechung. Wir sind gleich wieder da und dann werden wir Ihnen noch viele weitere Informationen zu dem Thema geben. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da in unserer siebten Sendung. Unsere Thematik heute, für die, die vielleicht jetzt erst zuschalten, es geht um die Auflösung von Dingen, die uns in dem und in den vergangenen Leben beschäftigen. A, wie müssen wir es richtig machen? B, welche Dinge laufen wir Gefahr, nicht zu beachten? Und C, was hat das Ganze mit der bedingungslosen Liebe zu tun? Und du hast gerade gesagt, den letzten Satz, den ich ganz spannend fand. Das heißt, alle Menschen sind ab dem Tag ihrer Geburt
auf ihrem spirituellen Weg, weil das einfach die Aufgabe, glaube ich, ist. Sonst wegen, warum kommen wir denn überhaupt hierher? Wir hatten ja schon mal über das Thema Erde, experimenteller Planet, Flüchtlingsplanet des ganzen Universums, was auch immer, gesprochen. Und das ist ja wie so ein Abenteuerspielplatz. Also so nehme ich das manchmal wahr. Als wie wenn ich mich entschieden hätte, aus meinem, in Anführungszeichen, vielleicht langweiligen Seelenleben auf Wolke 17 jetzt zu sagen, so, jetzt war ich 2000 Jahre auf der Wolke gesessen, jetzt will ich mal wieder was machen, inkarniere dann mit einer Aufgabe und ab diesem Moment ist ja dieses Vergessen und dann beginne ich wieder in dieser Aufgabe mit den Werkzeugen einfach was zu erreichen wollen, was ich mir vorher als Ziel gesetzt habe. Aber jetzt habe ich immer noch diesen Wettbewerbsgedanken im Kopf dahinter, weil ich, vielleicht kann ich das ja viel schneller erreichen, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber ich glaube, das sind diese menschlichen Erziehungsmuster, die da immer mit hineinspielen, aber eigentlich damit nichts zu tun haben, dass es eine reine Gefühlsebene ist, glaube ich. Ne? Dass es auf der Gefühlsebene läuft, diese, was tue ich nicht, mache ich so oder mache ich es anders. Und dann ist immer wieder dieses Abfragen mit dem Herzen. Bedingungslose Liebe, letzte Sendung, war ein ganz wichtiger Satz von dir, dass du zu mir gesagt hast, ohne die Basis vergeben und verzeihen, ist bedingungslose Liebe gar nicht möglich, wenn du immer noch in dir Forderungen, einen Unfrieden hast. Unfrieden oder Wut auf jemand oder zornig bist oder so. Das hat ja auch was mit Auflösen zu tun, dass du Frieden schließt mit deiner Vergangenheit. Und wenn du jetzt die Person bist und dann hat sie eine andere, und die beiden, die haben da Krach zusammen. Und dann ist das vorbei, aber man sieht sie vielleicht nicht mehr, aber beide haben Unfrieden in sich. Und du bist jetzt die da. Und wenn du jetzt das akzeptierst und annehmen kannst, das Positive daran siehst, an diesem Krach, dann kannst du ja Frieden schließen. Und dann hast du in dieser Linie Frieden. Und hier vielleicht nicht, aber bei dem, da kannst du nichts machen. Du kannst Leute nicht dazu zwingen, irgendetwas anzunehmen. Aber du kannst bei dir dafür sorgen, dass du es okay findest. Und wenn du das jetzt mit dem abgeschlossen hast, dann ist es zwar auf diese Richtung, ist die Bahn frei, aber auf diese Richtung ja, dann nicht. Also der hat ja noch Unfrieden. Und den da, den kannst du nicht beeinflussen. Das geht nicht. Und wenn der jetzt hier ist und dich so blöde findet, wie in dem Zusammenschluss hier, dann hat der ja Gedanken, dass er dich blöde findet. Und die fliegen darüber zu dir. Und dann sammeln sie sich bei dir an. Das ist die Thematik. Fremdenergie, ja. Projektionen. Also fremde Energien sind, wenn Leute an dich denken oder über dich reden, einfach sich mit dir beschäftigen. Egal, ob das jetzt in einem konstruktiven oder nicht konstruktiven Sinne ist. Die senden dann diese Energien, die sie haben, während sie an dich denken oder über dich reden, zu dir hin. Weil das ist wie ein Brief, wo sie reinschreiben, was sie finden. Und indem sie dann an dich denken, also deinen Namen im Kopf haben, ist das wie die Briefmarke und der Absender drauf und dann wird das abgeschickt. Und dann hast du einen Briefkasten mit solchen Briefen voll. Ja, aber jetzt, ich meine, das sind fremde Energien. Und Projektionen, das ist eigentlich, kann man auch da einordnen bei fremden Energien. Projektionen sind nichts anderes als Vorstellungen von Menschen über dich. Also jeder hat ja eine Vorstellung, wie du bist. Unabhängig davon, ob die stimmt oder nicht. Die haben die Leute und sie schicken dir die genauso. Eigentlich sind es fremde Energien. Aber das bedeutet doch für mich,
wenn jetzt, ich meine, da wir ja in der Öffentlichkeit sind, das betrifft dich ja genauso, und wenn ich auf die YouTube-Zahlen gucke, wie viel tausend Menschen das anschauen, jetzt hat ja jeder dieser Menschen einen Gedanken. Klar, wenn ich die jetzt im Fernsehen sehe, höre die sprechen, dann denke ich, oh, was die sagt und ob das wohl stimmt oder was auch immer. Jeder hat seine. Jetzt würden ja Tausende und Abertausende von diesen Gedanken fliegen auf dich zu. Wie ist es denn im Feinstofflichen, wenn ich jetzt Tausende von Menschen habe, die jetzt, sage ich jetzt mal, über mich die Hälfte denkt positiv und die andere Hälfte wird negativ denken. Jetzt fetzt das alles in meine Felder hinein. Und dann sammelt sich das da an. Ja, genau. Und dann habe ich, also, dann kannst du zur Quelle und sagen, alle Fremdenergien sollen aufgelöst werden. Und das funktioniert auch. Und dann habe ich da mal überlegt, einmal in der Woche machen, ist zu wenig. Ja. Alle zwei Tage funktioniert auch nicht. Jeden Abend geht auch nicht, bis vorher schon voll. Und dann habe ich gefunden, ja, also, ich will auch nicht Dauerzustand Quellenanweisungen machen. Und dann kam ich auf die Idee, dass man ja etwas machen könnte, dass man einfach, also wir haben ja bis jetzt immer darüber gesprochen, dass man bei der Quelle nur wie so Dinge auflöst oder halt runter downloadet oder auffüllt. Aber die Quelle kann ja noch viel mehr. Wir begrenzen uns in dem einfach, in unserer Vorstellung. Weil die Lösung für dieses Fremdenergien und Projektion im Problem war dann die, dass man zur Quelle geht und sagt, man will ein Double, also ein wie energetisch eine zweite Person. Eine Kopie. Eine Kopie. Energetisch eine Kopie. Und die Kopie soll so sein, dass alle Fremdenergien und Projektionen, die auf dich treffen, automatisch weitergeleitet und dort drüber geschickt wird. Und dann sammelt sich das dort an und dann kannst du der Quelle sagen, dass die Kopie, das Double, entweder wird sofort aufgelöst oder es wird aufgelöst, wenn es zur Hälfte voll ist. Das kann man ja dann selbst entscheiden, indem man es der Quelle sagt. Und dann sagt man der Quelle, diese Konstruktion wird von der Quelle mit Energie versorgt, dass sie nicht irgendwann verdurstet. Voll ist, überläuft, wie auch immer. Ja, einfach keine Energie mehr hat, um die Arbeit zu machen. Und dann ist das Problem gelöst. Ich habe das Double, die Kopie habe ich genommen und irgendwo hingestellt und gesagt, jetzt bleibst du hier, weil ich will nicht unbedingt, dass sie mir immer hinterherläuft. Ich finde das seltsam, wenn ich dann so... Wenn dann sieht man immer das... Eine kommt aber drei. Ja, also ich finde einfach, ich muss nicht unbedingt das Ganze so sehen, was da drin ist. Begeistert mich ja auch nicht. Ah, okay. Und dann habe ich gefunden, okay, dann nehme ich die Kopie und stell die da irgendwo hin, wo ich finde, ist doch schön. Und dann steht die dort stationiert und erfüllt ihren Job, ja. Was mir in deinen Erklärungen jetzt noch eingefallen ist, ist eine Mail, die aber schon vor zwei Sendungen mich erreicht hat. Die Frau schrieb mir, du sagst es so, also sie schrieb aus der Lameng. Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort was anfangen kannst. Du sagst es einfach so, weißt du, so wie ich jetzt sage, geh Tasse Kaffee trinken. Die Quelle anweisen. Ja. Und da hatte die Frau unglaublich Probleme, weil sie sagt, ich kann doch nicht das Göttliche anweisen, das darf ich doch gar nicht. Ist das wieder unsere falsche... Du bist ja das Göttliche. Wollte ich gerade sagen. Du weißt dich selbst an. Ja, unsere Betrachtungsweise ist da natürlich noch sehr, sehr durch Religionen geprägt, die uns immer klein machen und dieses Göttliche so als Übervater und General darstellen und wir haben alle zu folgen. Und vielleicht da nochmal hin, das ist also weder für uns anmaßend, sondern es ist unsere Gabe und unsere Bestimmung, mit unserem göttlichen Funken und unserem Sein diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, um uns weiterzuentwickeln und solche Dinge machen zu können. Also das heißt,
ich bin nicht überheblich, wenn ich die Quelle anweise. Es kommt natürlich immer auf die Energie an, die du hast, wenn du das machst. Das ist also du kannst ja jemandem helfen. Person A hilft einer Person und macht das, was einfach logisch ist. Oder Person B kommt und hilft der Person, weil sie hofft, ja, dann bekomme ich was. Also die Aktion ist ja die gleiche, aber es sind andere Beweggründe. Und das ist logisch. Niemand ist besser oder höher oder weiter, wenn er die Quelle anweisen kann. Da hatte ich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen mein Problem, weil dir ja immer dieses Göttliche oder dieses Schöpferische als die Übermacht präsentiert wird in deinem Leben und du bist der Sünder, also du bist eigentlich gar nicht wert, da überhaupt hinzuschauen, weil du bist schuld, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und. Diese ganzen Storys, die sie uns eingegeben haben, um uns klein zu halten. Das heißt, wir können allen Menschen sagen, dass sie da keine Bedenken haben können. Jeder kann liebevoll aus seinem Herzen sich mit der Quelle verbinden, um diese Dinge umzusetzen und ich glaube, wir können fast sagen, um dann sein Leben eigentlich mal zu spüren, wie es eigentlich ist, wenn nicht diese ganzen Dinge, diese Nachläufer, sag ich mal, noch alle an dir hängen. Ich stelle mir das immer vor, wie ich bin eine Lokomotive und habe plötzlich hinter mir noch 100 Güterwaggons hängen, die aber gar nicht mehr an meinen Zug hingehören, aber muss die auf meiner Fahrt immer mitschleppen, weil ich vergessen habe, sie irgendwann abzuhängen, weil sie zu mir gar nicht mehr gehören. Und das kannst du tun und kannst du auch mit der Quelle, mit der Schöpfung da interagieren, um das loszuwerden. Und dann noch eine Frage, dieses Thema Fremdenergien und Projektionen. Wenn ich das jetzt nicht weiß, was du gerade erklärt hast, wie wirkt das auf mich? Was passiert mit mir, wenn immer und immer und immer wieder solche Dinge auf mich draufklatschen und Projektionen von anderen? Was passiert mit mir da? Du wirst ja energetisch immer schwerer. Das ist wie... wenn du Kleider anhast und in den Fluss springst. Und dieser Fluss, der besteht, sind die Gedanken, die Emotionen von Menschen, die sie dir gegenüber haben. Und dann steigst du aus diesem Fluss aus. Das ist alles total viel schwerer. Klar, Wasser, nass, zieht mich runter. Ja, genau. Das heißt auch diese ganzen... Es zieht dich energetisch runter. Weil es überdeckt dich ja auch. Ach, dann haben es die Menschen natürlich schwer, ihre Schwingung zu erhöhen, wenn sie alles das nicht wissen, was da als Gewichten noch alles an ihnen hängt und diese Projektion. Also auch da wieder ein ganz wichtiges Processing, das sehr, sehr intensiv anzugehen, weil das hindert mich ja, meine spirituelle Entwicklung zu gehen, wenn diese ganzen Dinge noch an mir hängen und diese ganzen Projektionen auf mir hängen. Und auch das mit den Fremdenergien, das sammelst du ja auf, sobald du durch die Stadt läufst und jeder Mensch denkt irgendetwas über jeden, der mal 10 Sekunden sieht. Genau. Und das sind nur schon auch Fremdenergien. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum das so wichtig ist, das in einem Permanentprozess zu haben. Ja. Weil das läuft ja auch permanent. Ja, genau. Und nicht nur dein Energiefeld, deine Seele, dein Wesen, das einfach aus dir zu deiner Kopie weiterleiten. Was ich letztens herausgefunden habe, deine Kleidung, sie nimmt Dinge auf. Als ich das aufgelöst habe, ich dachte, mir fällt ein Müllberg runter. Nein, Moment, meine Kleidung? Die Kleidung, die da. Ja, aber das die ist doch grobstofflich. Und die nimmt. Wir sind auch grobstofflich. Ja, gut, aber das Feinstoffliche läuft ja in der Ebene meiner feinstofflichen Körper. Was hat das ja, mit meiner Kleidung zu tun? Aber deine Kleider, die haben auch ein Energiefeld. Die haben ein Bewusstsein. Logisch, ja, ich trenne sie immer haben noch, ein. Sie haben Emotionen. Sie haben Gedanken. Und die sammeln da auch auf. Und dann hab ich letztens herausgefunden, die auch durchreinigen von den Dingen, die wir hier auf dem Blatt haben. Also würde bedeuten, wenn ich mich morgens oder angezogen habe, ja, dann, ja, ja genau,
ich ziehe mich morgens an und dann sollte ich eigentlich dieses Processing mit dem machen, was ich anhabe, um das nicht schon mitzutragen. Ich habe eine Idee. Ja. Jetzt, ich habe mir jetzt so vorgestellt, da wenn du jetzt am Morgen aufstehst und dann hast du im Kleiderschrank Kleider oder wo auch immer und willst einen Teil davon anziehen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, im Physischen gibt es ja Waschmaschinen. Also wenn man im Physischen Waschmaschinen hat, wieso? Das kann man ja, also im Physischen hat man Waschmaschinen, dann legt man dreckige Kleider rein und sie kommen sauber oder zumindest sauberer raus. Mhm. Und also energetisch könnte man das ja auch machen. Dann könnte man ja ein ähnliches Prinzip machen wie mit der Kopie. Weil zuerst habe ich gedacht, also du kannst ja einfach der Quelle sagen, all die Kleider, die ich jetzt anhabe oder in meinem Schrank sind oder hier vor mir liegen, die sollen entweder nur von Fremdenergien gereinigt werden oder von all dem hier, wie du willst, oder von einzelnen Dingen. Und dann wird das gemacht. Aber also ich finde, es kommt immer darauf an, wenn ich Dinge habe, wo ich nur jede Woche einmal reinigen muss, dann finde ich, geht ja schnell, kann ich auch gut machen. Aber wenn ich Dinge habe, wo ich merke, ich müsste da jede 5 Minuten einmal durchgehen, da denke auch ich nicht dran. Dann habe ich gefunden, also macht man einen Automatismus. Das Double, die Kopie bei Fremdenergien, war so die Lösung. Und bei Kleidern, das ist quasi die virtuelle Waschmaschine. Ja, das ist genau. Aber das ist, also bei der, ja, man kann, doch, Waschmaschinen. Du kannst, ich weiß nicht, wie geht das jetzt so lange? Nein, wir haben Zeit. Weil die Frage ist ja, wenn ich eine Kopie erstellen kann, kann ich doch auch von der Waschmaschine eine Kopie erstellen, eine virtuelle quasi. Ja, du kannst jetzt der Quelle sagen, du willst eine, Das ist so faszinierend, wie diese Lösungen sich da zusammenfügen. Also du kannst ja, wenn du jetzt eine, wenn du eine feinstoffliche Waschmaschine willst, dann kannst du ja, also wir machen jetzt mal, in dieser Sendung machen, kann man jetzt einfach mal die Quelle-Variante. Weil die geht schneller. Also wenn du jetzt, ich habe gesagt, wie ich die Kopie von mir sozusagen gemacht habe, dann kannst du jetzt einfach zur Quelle hoch und sagen, ich will so eine, zum Beispiel eine weiße Kugel, so eine weiße Energiekugel, und die soll, wenn ich sie nicht brauche, mich auf dem Sitz legen. Mhm. Und die Energiekugel, die bekommt von der Quelle Energie. Also nicht von deinem Energiesystem, sondern von der Quelle, weil sonst verbrauchst du da ja auch wieder. Und dann kannst du sagen, der Quelle, eine weiße Energiekugel oder blau, was auch immer, bekommt von dir Energie und hat die Aufgabe, wenn ich so in die Hände klatsche, hochzuschweben, einmal über meine Kleider zu schweben und dann alles aufzusammeln, was nicht zu meinem gehörigen göttlichen Wohl ist. Dann klatsche ich nochmals und die Kugel landet wieder und alles, was sie aufgesammelt hat, wird aufgelöst. Und dann hast du deinen Staubsauger. Also ich bin gerade ganz verblüfft, wie easy du die Dinge einfach konstruierst. Und wieder ist mir ein weiterer Schritt bewusst geworden, Begrenzung. Es hat sich gerade eine Riesenbegrenzung in mir gelöst, wo ich die Erklärung von dir gehört habe. Das heißt, alle Problematiken gehst du eigentlich an wie ein weltlicher Ingenieur, der ein Haus bauen will und dann geht er hin und sagt, okay, was brauche ich? Einen Kran muss ich haben, sonst kann ich nichts hochtransportieren, ein Förderband brauche ich für das, so viel Arbeiter, Steine, das und fügt das zusammen, dass es das Ergebnis ergibt, was er möchte. Und das Gleiche machst du auf der geistigen Ebene.
Was für ein Ergebnis möchtest du? Die Entfernung aller fremden Energien von den Gleitungen. Also was beim Ingenieur der Kran ist, ist bei dir die Energiekugel, die du als Transporteur nutzt. Ja, du kannst damit eigentlich spielen. Du nutzt einfach feinstoffliche Energien, um halt eben zu reinigen oder wenn du was suchst, dann kannst du ja, also ich bin Fan von Kugeln. Du kannst ja auch ein Dreieck oder einfach was nehmen, was dich anspricht, aber ich mag halt Kugeln. Dann kannst du eine, also du kannst über die Quelle eine Kugel machen, aber ich kann auch per Gedanken Kugeln erschaffen. Also aus mir raus. Aber also Quelle ist einfacher, weil die meisten Leute es seltsam finden, wenn Menschen Kugeln erschaffen, weil sie dann sofort in Gedanken denken, das kann ich ja nicht. Und für die meisten ist es einfacher, wenn sie das wie auslagern können. Und dann kann man da Quelle sagen, eine Kugel, und die Kugel, die ist wie, sie hat, man kann damit spielen, eine Suchkugel. Dann ist sie weiß und dann hat sie an der Außenhülle so ein Kästchen. Also wenn du bei Google Suchmaschine reingehst und draufklickst, kannst du ja ein Wort eingeben. Ja. Und dann kannst du die Kugel so programmieren, dass du draufklickst oder einfach in Gedanken oder per physische Bewegung. Und dann ist die Kugel drauf programmiert, wenn du zum Beispiel die Bewegung machst oder so, dass sie dann wie das Suchfeld öffnet und dann kannst du laut ein physisches Wort sagen, was du suchst. Ring, wo du verloren hast. Und dann hört die das und dann ist die darauf programmiert, den zu suchen. Und da muss man immer überlegen, wenn ich jetzt sage, sie soll darauf programmiert sein, den zu suchen. Und die fliegt mir davon. Was habe ich davon? Dann hat sie ihn gefunden, aber ich habe nur gesagt, suche ihn, und dann wartet sie bei ihm. Genau. Also, darum, also. Es ist wichtig, dann zu wissen, was man genau sagt. Du kannst ja jederzeit umprogrammieren. Also, weißt du, wenn du jetzt, oder auch die Reinigungskugel, wenn die Quelle das gemacht hat und du merkst, oh, das fehlt noch oder das vielleicht anders. Die Quelle hat ja ein relativ gutes Gedächtnis. Also, und erfüllt es dann oder programmiert es dann um? Ja, wenn wir sagen und sagen, die Kugel dann soll so und so geändert werden, dann funktioniert es ja. Wunderbar. Dankeschön für die tollen Erklärungen. Vieles, liebe Zuschauer, ist wieder neu dazugekommen, was ich auch nicht vorher wusste. Und vieles ist klar geworden. Wenn Sie was nicht verstanden haben oder wenn Sie in irgendeinem der Themen noch eine Unsicherheit haben, schreiben Sie ruhig eine Mail, und in den nächsten Sendungen gehen wir immer noch auf einzelne Punkte ein. Und ich merke auch, dass manche Dinge ganz neu sind für Sie als Zuschauer, und da gibt es viele Fragen dazu. Kein Problem, wir haben viel Zeit und wir machen noch 5000 Sendungen, haben wir gesagt. Und dann beantworten wir das, so gut es geht. Dankeschön, dass Sie heute wieder dabei waren. Dankeschön dir, Christina, für die vielen Erklärungen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time to Be.